Alle Jahre wieder stellt Lego im Mai eine neue Minifigurenserie zur Verfügung. Und zwar diesmal die 71046, die CMF 26 Space. Das Jahr 2024 ist ja das Space-Jahr und deswegen gibt es auch eine Space-Minifigurenserie. Was die alles bringt, gucken wir uns doch mal an, oder? Insgesamt bekommen wir mit der Setnummer 71046 12 neue Minifiguren. Wir sind ja jetzt schon seit einer Weile auf diesem 12er-Set-Trip, also nicht 16 oder 18 oder 22 Figuren, nein, 12 Minifiguren sind Bestandteil der Minifiguren-Serie 71046 Space. Ich finde es so schön, das immer zu sagen. Space. Und ich habe mir so eine Box gegönnt, so eine 36er-Box. Da waren bei mir drei komplette Serien mit drin. Wir gehen auf die ganzen Minifiguren ein. Eine Minifigurenpackung kostet im Handel, die kriegt ihr im Supermarkt, im Spielzeugland, bei JB Spielwaren, bei Amazon, kriegt ihr die als Blind Pack für sage und schreibe 3,99 €. Am Preis hat sich nichts geändert und zufälligerweise ist eine dieser Figuren hier mit drin. Die Figuren kann man nicht mehr erfüllen, nicht mehr ertasten, der Karton lässt das einfach nicht zu. Nur durchs pure Schütteln und Hören kommen wir auch nicht dazu. Aber es gibt ja den ein oder anderen Händler auf eBay oder sonst wo, der den kompletten Satz immer verkauft, falls ihr den haben möchtet. Ich habe, glaube ich, auch noch zwei Sätze davon. Und ich habe meine mal aufgepackt und ich denke, wir gehen die mal alle ganz kurz durch, diese 12 Minifiguren. Wir haben nämlich mit bei eine Spacefrau, einen Mann mit Alien, einen Tourist, eine Retro-Weltraumfrau, einen M-Tron, eine Nanny mit Baby, ein UFO-Mensch, eine Eisplanet-Dame, ein Kochroboter, ein, der steht verkehrt rum, ein Alien, ein Sternzeichen Orion und hier haben wir noch einen kleinen Blacktron-Mutter. All diese Minifiguren haben spezielle Dinge, die es so noch nie gab. Entweder ein Teil in der Farbe neu oder ein Torso, den es so noch nie gab oder irgendwas anderes. Und die Minifiguren sind auch immer sehr liebevoll gestaltet. Bei mir war ja die letzte Minifigurenserie 25 um die 24er richtig groß im Kurs. So viele tolle Teile mit drin. Und als eben die angekündigt wurde, dachte ich mir, boah, Kevin, ey, komm, das sind nicht so tolle Minifiguren bei beiden. Zwei Stück sind ein Favorit, zwei Stück, das sind richtig gut und der Rest ist wieder so mäh. Aber ich hätte mir mehr Classic Space Minifiguren gewünscht. So ein Benny oder so einen alten Space Police Menschen aus 1979, 80. Die sind es geworden. Aber ich muss sagen, ein großes Aber. Ich bin sehr zufrieden mit der Minifigurenserie, denn zwei, drei Dinge haben mich durchaus überzeugt. Und damit es euch jetzt ein bisschen einfacher fällt, mir zu folgen, anstatt dass ich die Dinger so reinmache, schiebe ich mich einfach beiseite und neben mir ist der Weltraum. Unendliche Weiten. Und da blende ich euch jetzt die Minifiguren ein, damit ihr seht, wovon ich rede, damit ihr ein bisschen Ahnung habt. Zuallererst sei gesagt, die Plate. Die Plate ist keine Standard 4x3 Plate, sondern die hat einen Print. Da sind Sterne drauf gedruckt. Das sind wirklich Sterne drauf. Und die erste Minifigur, die ich euch vorstelle, ist die Spacefrau. Die erinnert mich so stark an das Lego Space Thema, das es schon 2021, 2022 gab. Und auch jetzt gibt so ein typisch moderner Helm und einen tollen Bodyprint. Und hinten drauf ist eine der besten Fliesen seit langem, eine 2x3 Fliese mit einem Space Logo, mit einem Classic Space Logo geprintet in Gold und Rot. Das ist so das Highlight. Die Dame hat bedruckte Beine und zwar auch seitlich bedruckte Beine und bedruckte Arme. Ja? Da ist richtig viel Print am Start. Sieht gar nicht so spektakulär aus, finde ich aber gut. Und jetzt kommt's, Achtung. Sie hat ja noch diese zwei Ärmchen und diese zwei Ärmchen, das sind noch Käseecken. Und diese Käseecken sind ebenfalls bedruckt. Richtig coole Geschichte. Ist eine nette Minifigur. Kann man sich auch in seine Space-Sache machen, aber ich liebe diese Prints an dieser Figur. Mehr Spektakel, als ich dachte. Die zweite Minifigur ist der von Alien gesteuerte Etwas hier. Und das ist echt cool. Der hat diese, jeder, der die Jetsons kennt, kennt diese Antenne da oben dran, diese Jetsons-Antenne oben drauf und diese kleinen Mikrofiguren mit dran, mit den Äuglein, mit dem großen Auge. Und er selbst hat auch ein beprintete Bein, also er hat Schuhe unten beprintet. Der Torso ist vorne cool beprintet, mit einem Hemd und hinten. Ne? Also ein richtig cooler Torso. Und er hat ein schönes Wendegesicht, denn das Wendegesicht hat auch tatsächlich, ich zeig's euch, einen grinsenden Etwas, sodass es mit der Friese ausschaut, als wäre überhaupt nichts Verdächtiges im Gange. Aber der wird eben von Aliens kontrolliert. Eine nette Figur, aber nicht ganz so mein Highlight. Ich glaube, mit einer der größten Highlights ist der Alien-Tourist. Wer da nicht an den Film Paul das Alien oder Paul das Alien auf der Flucht oder Paul denkt, ja, dem ist nicht zu helfen. Dual-molded Hose, ja, mit diesem Pink und Grau.
dieses coole Alien-Gesicht hinten nicht beprintet und dieser mega coole Torso mit I Love Earth und diesem Hawaii-Hemd drüber. Famos. Dieser türkise Hut ist klasse und auch der tolle Rucksack. Props gehen auch raus an die Kollegen von Stone Wars, die natürlich schon in der Podcast-Folge 124 gesagt haben, Alien mit Hut. Nur so viel sei gesagt. Alle, die den Podcast gehört haben, wissen, was ich meine. Liebe Grüße gehen raus an Lukas und Rick. Und Alien mit Hut, endlich haben wir einen Space-Touristen. Das sieht doch einfach klasse aus. Den kannst du in deine Stadt stellen. Der ist so ein kleines Gimmick, das man suchen kann. Da freut man sich, wenn man ihn entdeckt hat. Finde ich klasse. Space-Tourist geht bei mir weit nach vorne. Dann haben wir hier die Retro-Alien oder die Retro-Space-Frau mit einer Retro-Space-Knarre, dem coolen lila Rock und dem coolen Torso. Dual-Mold und beprintete Beine, auch an den Seiten und der Torso cool bedruckt und ebenfalls die Arme. Der Helm ist auch klasse, richtig klasse. Die Dame hat natürlich auch eine Schminke, Frisur hinten. Und der Helm hat dieses Haarteil bereits mit dran. Das ist einfach der Hit. Mir gefällt diese Figur sehr gut. Highlight an dieser Figur ist der gierige, kleine, schlapprige Hund, der so grimmig guckt und so ein Roboter-Face hat. Also sieht aus wie ein kleiner Roboter und so richtig böse guckt. Den finde ich mega nice. Aber die Figur, das Tier ist super. Kommen wir zu einer Figur, wo ich von Anfang an gesagt habe, ja. Und zwar der M-Tron Power Mac. Das ist ein Kollege, der steht hier mit einer Dual-Molded Hose. Bedruckten Beinen vorn, bedruckten Beinen an der Seite. Dafür keine Armprints, aber coolen bedruckten Torso. Der hat einen Rucksack hinten drauf. Einen Rucksack, den man bebauen kann und einen coolen M-Tron-Helm. Ich mache den mal runter, der M-Tron-Helm. Der fliegt mir glatt davon, so viel hat er hier. Das sieht aus wie der klassische M-Tron-Helm und vorne eben, als ob er den Helm aufhat mit dem Visier. Und auf der Rückseite ist einfach dieses coole, klassische Gesicht. Mit einem verschmitzten Lächeln, das mich an die alten Lego Space und City Zeiten erinnert. Ein richtig tolles Ding dann noch mit diesem coolen Rucksack da mit dran und dem Beiwerk. Auch ganz vorne mit bei. Eine weitere Figur, die ich richtig mega finde, ist die Space Nanny. Eine Roboter-Nanny mit pinkem Space Baby. Wir hatten in der Minifiguren-Serie 24 ja den braunen Kollegen mit einem blauen Space Baby oder andersrum. Und jetzt haben wir die Nanny mit Trinkflasche und dem pinken Space Baby. Muah. Jeder, der Space Baby sammelt, hat hier wirklich etwas gefunden. Die Dame hier, die Space Nanny, die ist auch klasse. Die hat super Prints. Schmeiß ich sie wieder weg. Die hat Beinprints, nicht Dual-Molded, keine seitlichen Prints. Dafür auch Prints am Arm richtig gut. Und ein Highlight bei dieser Figur, das wirklich untergeht, ist, das ist wirklich genial. Vorne seht ihr, wie die Nanny sich kümmert und wenn das Baby mal schläft, wenn es mal Pause hat und die Nanny Pause hat, haben wir hier vorne als Gesicht auch ein Pausezeichen, sodass die Nanny quasi auch im Pausemodus ist und gerade nichts tut. Das finde ich spannend, das finde ich super. Und allein, also nicht allein wegen diesem Feature, aber sowas versüßt mir doch alles und die Space Nanny ist auch ganz weit mit vorne. Nächste Figur ist der Mann, der UFO-Mann. Der hat ein Megatorso. Der Torso ist unser Sternensystem. Da ist Sterne drauf, Sternschnuppen drauf und ein UFO-Helm mit dran. Und auf der Rückseite, der Print geht weiter und da sehen wir die Erde. Da ist der Body und die wirklich alles mega. Die Beine sind nur vorne bedruckt. Torso ist toll bedruckt, vorne und hinten keine Armbedruckung, aber allein das Motiv ist toll. Ist ein richtig nettes Teil, aber reicht nicht für einen Platz auf dem Treppchen. Begeistert bin ich von der Kollegin, von der Ice Planet Forscherin. Nicht nur, dass sie einen richtig krassen Robo-Pinguin dabei hat mit einem coolen orangenen Visier. Ich denke da gleich an den Pinguin aus Madagaskar. Das Ding ist wirklich mega. Sondern die hat auch diese mega orangene Kettensäge mit bei von Ice Planet. Sie hat diese mega coole Brustrüstung mit bei. Ein Wendegesicht natürlich. Wir können anstatt dem Helm, können wir auch eine rote Friese aufsetzen. Rot war natürlich, ist eine super Farbe für so ein Ice Planet Ding. Fällt man sofort auf im Schnee. Und der Helm ist auch richtig einsame Spitze. Die Eisforscherin auch hinten bedruckt natürlich am Torso. Die Beine nicht dual-molded, aber vorne an den Füßen bedruckt. Ich finde das Ding super. Ich finde die klasse. Schon meine vierte Figur. Vier Figuren, die sind vier, die gut sind. Schon mal ein guter Schnitt. Dann haben wir hier einen Roboterkoch. Der Roboterkoch hat eine Kugel oben drauf, die grüne Kugel. Und dann auch wieder ein Wendegesicht mit dran. Vorne ist er am Kochen. Da fällt mir runter. Und hinten sehen wir ein paar Schaltkreise. In den Topf ist was Weißes mit drin. Der rührt mit seinem Zaubermixstab etwas. Und er schaut einfach, machen wir den Mixstab weg. Vorne eben so ein typisches Computerdisplay. Und hinten hat er eine Datasette mit drin. Finde ich richtig spannend. Ist aber auch kein so ein cooles Teil. Abgesehen natürlich davon, dass er Armprints hat und ein cooles Unterteil. Natürlich das Roboter-Unterteil ist auch ein neuer Mode. Und die Armprints sind auch ziemlich nett. Ich finde es ziemlich okay. Also da kann ich auch nicht meckern. Das ist auch ziemlich besser, als ich mir vorstellte. Und allein die grüne Kugel. Ja, da wäre Mysterio richtig neidisch drauf, oder? So. Ein weiteres Teil ist, ja, also
Ich hätte nicht gedacht, dass es ein Highlight bei mir wird. Es wird auch bei anderen kein Highlight sein. Bei mir ist es ein Highlight, und zwar der Kollege. Man sah nach den Produktbildern immer von vorne der Insekt, das Insektenviech. Aber wenn man ihn dreht, sieht man, der Insektenkopf ist riesig und erinnert so an den Kristallschädel aus Indiana Jones Teil 4. Und er hat diese Demogorgon-Beine, die sind vorne bedruckt. Er hat die Arme nicht bedruckt, aber hinten die Flügel, das ist ein Gummiteil, ein Hartplastikteil, auch bedruckt. Und der Kopf ist bedruckt. Ein richtig cooles Teil mit den Demogorgon-Beinen. Pinke oder magentafarbene Finger oder Hände. Ein richtig nettes Teil. Und jeder, ja, klar kann man sagen, das ist ein Insekt, das ist irgendwo ein Insekt. Aber mich erinnert das Viech komplett an die Insektoids, die es 1998 gab. Ja, also man kann nicht abstreiten, dass man denken könnte, es sei ein Insektoid. Vorletzte Figur, das ist der hier, der Orion. Der hat, ihr seht es wahrscheinlich durchs Licht durch, jetzt nicht so, aber der hat halbtransparente lila Beine. Ja? Und der Torso ist auch, muss ich euch mal zeigen, das sieht man nicht. Zack. Der ist eben in diesem Silber, in diesem Flat Silber gemacht und ist bedruckt, richtig gut gemacht tatsächlich. Der Kopf ist auch halb durchsichtig mit einem Grinsen drauf, die Frisur ist halb durchsichtig, die Keule ist halb durchsichtig und im Schild führt er das Orion-Logo. Ein nettes Teil. Eine nette, tolle Figur. Das letzte Mal, das ist generell, ich glaube, die zweite Figur erst mit halbtransparenten lila Beinen, die davor war, die Vision aus dem Avengers Tower. Und last but not least, der Blacktron-Mutant. Blacktron, eine Serie von 1991 und er hat zwei mega coole Arme, kennen wir schon von Stitch tatsächlich diese Arme, da hat er zwei Blaster an der Hand. Er hat zwei unterschiedliche Beine, er hat ein grünes, bedrucktes Demogorgon-Bein und ein normales, bedrucktes Bein hier, keine bedruckten Arme, aber eine mega coole Friese, das ist ein Friesenteil dieser Irokese. Das sieht erst so wie ein Shooter-Element von Ninjago oder so, aber es ist wirklich eine Friese. Und er hat noch dieses, machen wir die Waffen nach unten, dieses Teil, das man eben so zum Atmen braucht, dieses Darth Vader-Teil quasi. Richtig, richtig cool, auch ganz weit vorne. Und ich muss sagen, es sind schlussendlich 1, 2, 3, 4, 5 mega gute Figuren in der Serie, finde ich tatsächlich. Eine Figur, ja, zwei Figuren, die coole Teile haben und der Rest ist so lalala. Aber 5 richtig gute Figuren, bin ich schon überrascht. Was sagt ihr zu der Minifiguren-Serie 26? Space. Ich bin überrascht, dass es mich mehr überrascht hat, mehr fröhlich gestimmt hat, als ich dachte. Die kommen sowieso wieder in so einen schönen Rahmen. Irgendwo seht ihr auch ein, zwei von den schönen Rahmen, die ich immer mache, dass die ganzen Minifiguren reinkommen. Ein Hintergrund gestalte ich dafür auch noch, könnt ihr auch noch runterladen. Aber ich dachte, so ein kleines Video für die neuen Lego-Minifiguren-Serie heute am Release-Tag am 1. Mai ist doch mal genau das Richtige. Ab mit eurer Meinung in die Kommentare, wie ihr die denn findet. Und lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, ein Like von dem Video. Und falls ihr noch kein Abonnent seid, kostet nichts, einfach auch Abonnent werden. Gibt immer schöne Lego-Videos hier auf dem Kanal. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, was eure Lieblingsfigur ist. Wenn ihr eine einzige Figur wählen müsstet, eine einzige, was die beste Minifigur dieser Serie wäre. Ich meine, mir fällt es schwer. Ich habe hier Retro-Vibes, das Space Baby ist cool, ich habe hier Retro-Vibes und der sieht cool aus. Aber ich würde sagen, allein durch die Tatsache, dass ich so viele Ice Planet Sets hatte und so viel mitgespielt habe und so viel umgebaut habe, ist der Ice Planet oder vielmehr die Ice Planet Forscherin meine emotionalste, beste Minifigur hier tatsächlich. So, vielen lieben Dank fürs Gucken von dem Video. Das soll es von mir auch gewesen sein für heute. Wir sehen uns am Samstag wieder mit einem weiteren Video. In diesem Sinne, habt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis dann. Tschüss.